Die Marktgemeinde St. Michael in der Obersteiermark zog Bilanz. Bürgermeister Karl Fadinger lud kürzlich zu einer Pressekonferenz in das Amtshaus ein. Stein des Anstoßes war die Verpflichtung gegenüber den Bürgern über die getroffenen Maßnahmen und Aufarbeitungsergebnisse in der Causa der verschwundenen 500.000 Euro im Frühjahr 2017. Geladen waren Pressevertreter der regionalen Medien, um ihre Fragen gezielt an den Gemeindevorstand sowie an das Expertenteam zu stellen, das sich aus Steuerberater, Rechtsanwalt und Unternehmensberater zusammensetzte. Ja, grundsätzlich steckt dahinter die Finanzkrise des Vorjahres. Wir haben in der Buchhaltung Abweichungen festgestellt und dementsprechend sind wir jetzt drum und drauf und die Bevölkerung zu informieren, was ist 2017 geschehen und wie ist jetzt die Sachlage. Wie ist dazu gekommen? Wie hat es begonnen im Vorjahr? Ja, begonnen hat es dadurch, dass wir generell kleine Unstimmigkeiten in der Buchhaltung feststellen mussten. Wir haben aber dann gleich darauf reagiert, indem wir eine neue Buchhalterin eingestellt haben, nämlich mit Dezember 2016. Und April bzw. März 2017 hat es dann trotzdem eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde der Abteilung 7 in Graz in der Landesregierung gegeben. Und daraufhin ist das auch dann journalistisch ins Rollen gekommen. Es ist die Rede gewesen von etlichen Außenständen. Wie ist das zu beziffern oder wie deklariert man das? Naja, es war damals die große Überschrift in gewissen Pressen, in Presseaussendungen war, sagt Michael, sucht eine 500.000. Ich muss dazu sagen, es war nie eine 500.000, nämlich ganz genau um diesen Betrag, um was es gegangen ist, waren 451.000. Das war aber so ein quasi tagesbezogener Betrag, der sich ja sofort verändern kann, je nach Einnahmen und Ausgaben. Tatsächlich war es so, dass von diesen 451.000 zwei Drittel in Rechnung gestellte Aussendungen waren. Das heißt, die waren in kurzer Zeit ja dann kassiert und ein Drittel davon waren wirklich Rückstände, die aufgrund von Forderungen einzubringen waren. Und die größtenteils aber jetzt auch bereits kassiert wurden. Was für Unterstützung habt ihr auf der Gemeinde erhalten, auch von den Parteien? Ich muss gestehen, zuerst einmal haben wir uns natürlich selbst einmal in dieser Angelegenheit finden müssen. Da bedanke ich mich auch ganz herzlich bei den Oppositionen. Alle Parteien haben da wirklich eng zusammengearbeitet. Und wir haben dann extern eine Unterstützung vom Gemeindebund, der uns sehr eng beraten hat. Und wir haben dann im Zuge dessen drei externe Berater auch herangezogen. Welche Neuerungen waren jetzt auf der Gemeinde noch, dass man eben sowas vorbeugt oder vermeidet? Ja, die erste Maßnahme, die wir überhaupt gemacht haben, war der Personalaustausch im Finanzbereich. Also wir haben eine neue Buchhalterin und wir haben noch zwei Personen neu angestellt, weil ja ein Riesenaufarbeitungsprozess ja im Gange ist. Und das ist einmal der wesentliche Teil. Und für die Zukunft möchten wir sowas wie ein abgekürztes IKS installieren. IKS heißt internes Kontrollsystem, das einfach in dieser Verwaltung dann installiert wird, was zur Sache hat, dass alle verantwortlichen Grenzen genau formuliert sind und selbst auch, wenn ein Mitarbeiter ausfällt, dass dieser Mitarbeiter dann gleich diese Lücke erfüllen kann. Und es kann natürlich nie mehr zu solchen Pannen kommen, wie es leider bei uns davor passiert ist. Wie geht es jetzt weiter mit der Gemeinde? Muss man sich als Bürger von St. Michael Sorgen machen auf Kostenerhöhungen? Nein, ich würde sagen, jetzt eben nicht mehr. Wir sind finanziell wirklich auf Schiene. Wir sind immer noch eine Überschussgemeinde. Überschuss heißt, dass wir positiv den Jahresabschluss machen. Natürlich in unserer finanziellen Verantwortung müssen wir schon sehr auf Wirtschaftlichkeit achten. Aber generell, der Bürger macht sich keine Sorge machen. Wir schauen gut in die Zukunft und es wird 2018 zu keinen Erhöhungen irgendwelcher Haushaltsabgaben kommen. Die
Die eingekehrte Ruhe im Amtshaus von St. Michael nach dem Auszug der Gemeindeaufsicht lässt Bürgermeister Karl Fadinger wieder ein wenig ruhiger schlafen. Doch bis zum endgültigen Vorliegen des Abschlussberichtes darf sich wieder mit den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger intensiver beschäftigt werden.